Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei TechTown. Heute sind wir immer noch dabei, die Farm zu bauen. Ich weiß gar nicht, wann das mal fertig wird. Ist ja Wahnsinn hier. Eine Wooden Transport Pipe. Ich überlege gerade, wie wir das hier tun. Musste dazu erstmal wissen, aber es funktioniert so. Okay. Huch, nein, das war Fail. So. Dann pumpen wir das hier raus und hier kommt eine Phase Transport Pipe ran. Das ist, glaube ich, ein Plan. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Musik ist immer ein bisschen laut. Aber eigentlich ist sie das gar nicht im Endeffekt. Naja. Ich kann ja mal bei Open Broadcast auf die Auslastung gucken. Naja. Aber ich bin eigentlich lauter als die Musik. Beziehungsweise als allgemeine Ton. Von daher. Sind hier schon Schweine gewachsen? Nö. Aber werden immer mehr gebreedet, das ist gut. So, hier müssen wir dann dran vorbei. Warte mal, brauchen wir hier eigentlich nur einen Zweierweg, ne? Ein Zweierweg. Gut, dann war das ja relativ überflüssig, aber egal. Was man hat, das hat man. So, hier müssen wir noch einen weitergehen. Und dann hier dran vorbei. Ich glaube, das lasse ich aber trotzdem mal so die Spanne hier. Und dann geht das doch. Alles sehr easy. Na komm. So anstrengend. Aber nicht, weil es kopflich, genau. weil es jetzt anstrengend wäre vom Nachdenken her, wie ich das alles mache, sondern eigentlich nur, weil es so warm ist. Mecker. Upp. So. Na komm. Mich wundert es übrigens gerade, dass diese Musik GEMA-frei ist, aber ich habe nur GEMA-freie Musik in meiner Playlist, also dass man auch solche Musik unter anderem bei der GEMA-freien Musik findet, das macht mich froh. Huch, das war falsch. Komm her. Ich muss noch ein paar Marble Brick Slabs dann machen, fürchte ich. Huch. Na? Ich müsste auch mal wieder mit Hangman aufnehmen, fällt mir so auf. Und das Rind muss auch mal wieder mit rein. Ich hab irgendwie, die waren alle im Urlaub und boah, das war relativ schwierig, die zu erreichen. Oh, Marble, 5K. Geil. Hab ich noch eine Säge? Eine Säge? Ach ja, da war eine, glaube ich, oder? Ja, da ist eine. So, 60 Stück sollten ja nochmal reichen jetzt, damit wir das auch fertig kriegen. Und dann haben wir schon mal ein Stück mehr von unserer Dynastie. Und wenn das alles so funktioniert, ich denke mal, ich baue noch ein zweites Solar Panel hin und noch ein paar Bedboxen eventuell, dann ist das hier eine unendliche Sache und wir sind auch nicht von irgendwelchen Stromquellen abhängig, sondern machen das Ganze mit Solarenergie. Wir machen eine Massentierhaltung mit Solarenergie. Also eigentlich ist es doch wieder gar nicht mal so schlimm. Und so. Und jetzt machen wir, wenn wir noch Fackeln hätten, hätte ich noch ein paar Fackeln gemacht. Aber haben wir nicht. Egal. So. Und ja, genau. So, und hier kommt dann die Phase Transport Pipe hin. Und dann ist es eigentlich der ganze Kreislauf schon. Hier wird aus Sewage das gemacht. Das. Ja, nee. Die könnten jetzt langsam mal ihren Arsch hier ein bisschen bewegen. Beziehungsweise wir könnten mal...
Wir könnten mal. Habe ich denn noch. Oh ja, ich habe noch die Waterproof Pipes dabei. Wir könnten mal so machen. Und dann lassen wir ja einfach das Ganze ohne Tank arbeiten, weil das ist, glaube ich, besser. So ganz in der Theorie. Gucken wir mal, wie das so läuft. Jetzt läuft es natürlich ja schon schneller. Weil jetzt mehr Soße hochkommt. Ich mag irgendwie das Wort, keine Ahnung. So. Das hier läuft alles, das läuft auch. So in der Nacht fährt es sich dann aber herunter. Obwohl, es wäre eigentlich fast gar nicht mal so lieb, wenn sie es runterfahren würde. Ich denke mal, ich setze da noch eine Bedbox dazwischen. Noch so eine zweite. Ah, guck mal, hier liegen sogar XP-Perlen rum. Können wir auch ein Auto-Enchanter machen. So, da sind auch schon neue Schweinis. Die müssten wir einfangen. Ich packe gerade erstmal ein bisschen Scheiße raus. Okay, das brauchen wir nämlich alles gar nicht. Jetzt habe ich hier schon irgendwas hingebaut. Das Glasfaserkabel war allerdings ein bisschen verfrüht weggelegt. Red Stained Glass. Glasfaserkabel. Und dann haben wir noch Faced Waterproof Pipe. Ne, das bringt mir ja nichts. Brauche Frequenz 30. Frequenz 30. Jetzt muss ich mal gucken, welche das war von denen hier, weil dann lege ich das einfach zusammen. 128, dann war das die vom Rind. Lege ich die vom Rind auch auf 128 und die dann auch. Und dann dürfte das doch funktionieren. Wie komme ich denn daran? So vielleicht. So, hier. 128. Abputz 2. Ja, aber gut, da kommen die ja nicht überall an. Und die da unten war jetzt auch aufs Senden ausgelegt. Aufs Empfangen, meine ich. 128, genau. Und dann passt das ja. Dann schließen wir die hier jetzt einfach da noch mit an. Und dann legen wir das so ein bisschen zusammen einfach. So, Send Only auf 100... So, Moment. 128. Haben auf Outputs 3, aber es geht ja nur aus einem raus. So, hier muss noch ein Schalter hin, den ich natürlich jetzt weggelegt habe, weil ich schlau bin. Gut, mache ich gleich noch. Aber erstmal muss natürlich noch Strom hin. Aber das ist ja jetzt hier kein Problem mehr. Doch, ist es. Weil wir hier auch noch keinen Strom haben, fällt mir gerade so auf. Ich hole erstmal die Safari-Netz und setze nochmal die Schweine um. Das ist erstmal das nächste, was ich noch mache. Huch. Safari-Net. Mein Mikrofonkabel hängt hier so ein bisschen im Weg. Ich hoffe, mein Mikrofon geht noch. Ja, geht noch. Geht ganz gut. So, die Erwachsenen. Ne, warte mal. Das kleine Schwein nicht. Nur das große. Und das große. Okay, und hier ist noch ein großes. Und dann reicht das ja. Hey, haben die noch eins gemacht? Ja, die haben noch eins gemacht. Mit mehr Soße kommt auch mehr Dünger.
Zack. Es war jetzt nicht mehr ganz so viel, aber naja, gut. Wenn wir jetzt eine größere Weizenfarm oder so hätten, dann würde das auch schneller gehen, aber brauchen wir ja alles gar nicht. Brauchen wir ja nicht. Weil das ist ja ein eigenes, eigenständiges System. Wir müssen jetzt noch ein paar Bettboxen bauen. Und noch ein Solarpanel, wären wir noch ganz lieb. Das ist jetzt noch, was ich jetzt noch baue. Auch noch in dieser Folge eventuell. Huch, so. Wir brauchen 16 Electronic Circuits. Das ist schon mal... Missing 14 Refined Iron. Refined Iron... Okay, dann machen wir die doch mal schnell. So. Komm schon, lauf! Electronic Circuit. Request successful. Der braucht jetzt natürlich noch ein bisschen... Muss noch ein bisschen Rubber machen, muss noch ein paar Kabel herstellen. Aber sonst, wie das hier alles so rumflitzt, ist schon ziemlich geil. Wie sich das alles so verbindet. 12. Wir brauchen für Solar... Solar Panel. Coal Dust müssen wir noch machen. Können wir ja mal 4K, also... Easy. 16 und jetzt Kohle in den Meserator. So, das kann alles verarbeitet werden hier von mir aus. Mal weg. Was wir jetzt noch brauchen ist Electronic Circuit habe ich. Bisschen Glas brauchen wir noch. Na. Komm schon, gib mir den Sand. Wollt ihr den totalen Sand? So. Düpp, düpp, düpp. Der meserated hier durch. Jetzt muss ich doch mal den Generator fertig kriegen hier. Iron Furnace. Habe ich da noch so viel? Ach ja, easy hier. Guck dir das an, wie das verarbeitet wird. Das ist ja absolut geil. Wir könnten jetzt ein bisschen Eisen sparen, aber YOLO. Acht. Ah, perfekt, genau. So viel brauchen wir ja auch. So viel brauchen wir. Tin. Tin, 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 Tin. Tin. 3K erstmal. Ah, absolut geil, dieses System. Absolut geil. Und wie viel Rohstoff wir mittlerweile haben. Alter. Bisschen Redstone brauche ich noch. Redstone und... Redstone. So. So, 40 Stück und 64 davon. Zack und zack. Erstmal 16 Stück. Das passt erstmal. Jetzt brauche ich noch Refined Iron. Na komm schon. Gib mir das totale Eisen. Coal Dust ist hier. Und da brauche ich jetzt das. Und dann kann ich hier schon mal im Prinzip das so anlegen, wie das sein müsste. 1, 2, 3. So, 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 so. Und zack, zack. Wie es einfach auch nur eine Massencraftung hier ist, ey. Verkraftung. Und zack. Jetzt brauchen wir noch einen LV... Huch, einen LV-Transformer. Oben um den Kupferkabel. Nee, Quatsch, ist ja... Das habe ich nicht hingeguckt. Nee, mit der Kupfer. 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 Haben wir hier noch 3 Stück. Perfekt. Als ob das Spiel wollte, dass ich etwas tue. So, haben wir das?
Außen ist auch noch hell. Dann können wir die Energieversorgung ein bisschen aufstocken. Nehmen wir hier eins hin und ich glaube, die können wir... Bitte bestraf mich nicht. Nein, danke. Gut. Die können wir hier hinbauen und die können wir auch so abbauen. Zack. Und dann brauchen wir jetzt noch zwei Bettboxen, damit das auch über Nacht läuft. Bettbox, Bettbox, Bettbox. Brauchen wir noch sechs Batterien zu. Haben wir noch Batteries irgendwo? Ja, haben wir noch. 1, 2, 3. Dankeschön. Okay. Dann so. Man kann jetzt ein bisschen laden. Die laden auf jeden Fall. Und reicht auch aus, um alles ein bisschen auf... Was ist das denn? Sludge. Okay. I don't know this shit, but it's okay. Die laden sich wieder auf. Die sind aufgeladen. Der ist aufgeladen. Der ist aufgeladen. Und der hier. Wie sieht's aus? Alter, sind das viele Schweine hier schon. What the hell? So, den muss ich noch aufladen. Da muss ich aber auch erstmal hier rüber. Nee. Hier rüber was graben. Und so. Dann gehen wir hier mal rüber mit dem Kabel. Zack. Und wo ist denn der Ofen hier? Ne, warte mal, wir gehen erstmal hier rüber. Und der hat Strom, oder hat er? Hat er? Hat er? Hat er? Ja, unter Wasser bewegen ist so ein bisschen... Aber da werden schon die ersten Schweine getötet, man hört's schon. Und... ne? So, funktioniert. Edel, einfach nur edel. So, und hier oben gehen die ersten Dinger rein, genau. Es ist natürlich... Jetzt kommt da ja nicht nur... Oder warte mal, momentan kommt ja nur Porkchop raus, ne? Genau. Ja gut, dann brauchen wir ja momentan noch eigentlich auch noch nichts anderes. Hier muss ich einen Hebel dran machen. Und hier kommt der wieder drauf. Geil. Und die kommen jetzt direkt ins Lagersystem. Wir sind fertig. Wir haben fertig. Bedbox lädt sich noch nicht auf. Und der hier noch lädt. Richtig, richtig, richtig. Okay. Aber wenn das sich auflädt, sollten die ja auch noch Strom haben. Insgesamt gefällt mir das. Ich hoffe mal, dass es reicht jetzt vom Strom her. Dass wir uns jetzt nicht übernommen haben. Aber momentan. Er lädt sich noch ein bisschen auf. Okay. Vielleicht sollten wir dann dafür sorgen, dass es auch noch ein bisschen Tag bleibt, indem wir uns schlafen legen. Damit sich die Bettboxen noch ein bisschen auffüllen können. Ja, aber der hat Strom. Easy. Guckt euch das an. Die Versorgung steht jetzt schon, Alter, das ist aber auch ein mega... Obwohl, so groß ist die Anlage eigentlich gar nicht, wenn man sich mal so bedenkt. Also, für das, was die leistet, ist die eigentlich relativ klein. Na gut, Leute, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Tech Town. Wisst ihr Bescheid, ne? Haut rein, macht's gut. Auf Wiedersehen, ciao.